André Meyer und sein Handshake mit Markus Kauzinski. Unruhe kann auch Energie erzeugen und diese Energie wollen wir nutzen. Mit diesen Worten will er all die Turbulenzen beiseite schieben, voller Fokus auf den Klassenerhalt. Und er ist einer der Hoffnungsträger innerhalb weniger Wochen vom Neuzugang zum Führungsspieler Alexander Winkler. Nach seinem starken Debüt in Essen heute sein erstes Heimspiel. Er heute wieder Abwehrchef zwischen Vollert und Redemann. Eine Änderung beim HFC im Vergleich zum 0:0 in der vergangenen Woche. Tom Zimmerschied fehlt gelb gesperrt, dafür Niklas Landgraf nach Gelb-Rot-Sperre wieder dabei. Über 6.000 Fans hoffen auf den ersten Dreier im neuen Jahr. Zwei der letzten drei Heimspiele wurden gewonnen. Hier müssen sie den Grundstein für den Klassenerhalt legen. In einem Duell zweier Drittliga-Urgesteine Wiesbaden, Spitzenreiter der ewigen Drittliga-Tabelle, Halle als einziges Team seit 11 Jahren ununterbrochen dabei. Ein erstes Mal ein Hauch von Torgefahr nach 33 Sekunden durch Hollerbach. Halle natürlich unter Druck. Durchaus sie gestern sind sie vorübergehend unter den Strich gerutscht, aber sie waren präsent. Ballgewinn durch Redemann. Das ist Niedfeld. Und von hinten kommt der neue Mann in der Startformation. Niklas Landgraf, der Abschluss durchwachsen, kennt man so von ihm. Sein 168. Drittligaspiel. Noch nie hat er getroffen. Der HFC mit nur einem Punkt und einem Tor aus den letzten drei Spielen. Heute wollten sie diese Bilanz unbedingt verbessern. Hug mit der nächsten Gelegenheit. Einmal hat er getroffen am ersten Spieltag gegen Zwickau. Seitdem wartet er. Feines Zuspiel von Niedfeld in den Lauf von Hug. Schwer zu verarbeiten, dieser Ball unter Gegnerdruck. Markus Kauzinski, der hatte seine Ziele klar formuliert. Wir wollen nicht Dritter werden, wir wollen mehr. Die Kampfansage an die Liga und sie ließen sofort Taten folgen. In der Vorwoche der 1:0 Heimsieg über Spitzenreiter Elversberg. Und auch heute kamen sie besser in die Partie mit Pretein gegen Vollert. Starke Einzelleistung vom Wiesbadener Top-Torjäger. 8-mal hat er schon geknipst. Und die zweitbeste Offensive der Liga nahm langsam aber sicher Fahrt auf. 25. Minute, Ese beim Freistoß. Da ist wieder Pretein. Sein Treffer findet keine Anerkennung. Schiedsrichterassistent Elias Tiedecken hatte die Fahne gehoben. Und das vollkommen zu Recht im Moment der Ballabgabe. Pretein klar in der verbotenen Zone. Nichtsdestotrotz, Wiesbaden in dieser Phase klar überlegen. Das ist Ese. Und dann geht's schnell. Taffer-Zofer auf Wurz, auf Pretein. Die Führung für Wiesbaden nach einer halben Stunde. Das erste HFC-Gegentor im Jahr 2023. Es ist das 9. Saisontor für Pretein. Ihm fehlt nur noch ein Treffer auf den Drittliga-Top-Torjäger Schnellbacher. Genial herausgespielt. Wurz mit dem One-Touch-Zuspiel auf Pretein zuvor. Taffer-Zofer mit der Drehung. Und der Stürmer nimmt den Ball mit links an, vollendet mit rechts. Perfekt und unhaltbar unter die Latte. Halle kann nur hinterher gucken und kommt nicht in die Zweikämpfe. 0:1 nach 30 Minuten. Ernüchterung bei André Meyer, der hatte Wiesbaden im Vorfeld zur aktuell besten Drittligamannschaft erklärt und in der Schlussphase der ersten Hälfte zeigten sie auch, warum. 38. Minute, der Ball bei Ese, sein Abschluss wird gefährlich. Gebhardt mit unkonventioneller Torwartaktion will erst runtergehen, entscheidet sich dann doch für die Fußabwehr. Tückischer Aufsetzer von Ese, 0:1 zur Pause. Die Handlungsempfehlung für Durchgang 2 kam von den Rängen. Und genau das nahm sich der HFC vor, tat sich aber schwer, zu Beginn der zweiten Hälfte reinzufinden in Durchgang 2. Ballverlust von Zazar und Wiesbaden wieder mit zügigem Angriffsspiel. Kroppel auf Hollerbach und wieder ist es Gebhardt, der den Einschlag verhindert. Hollerbach, 6 Tore hat er schon gemacht in dieser Saison. Hier vergibt er die Mega-Möglichkeit. Kroppel macht alles richtig und dann haben sie so viel Platz. Hollerbach und Pretein frei vor Gebhardt.
der HFC in dieser Phase ideenlos. Sie fanden keine Mittel gegen die Gäste, die die beste Offensive im zweiten Durchgang stellen, in der dritten Liga. Und sie stellten ihre Gefahr erneut unter Beweis. Hoppel mit dem 2:0 für Wiesbaden in Minute 59. Gegen Elversberg hat er in der Vorwoche das entscheidende Tor gemacht. Jetzt trifft er schon wieder, weil Halle die entscheidenden Zweikämpfe verliert. Sowohl Winkler als auch Redemann kommen einen Schritt zu spät. Gebhardt sieht nicht gut aus, macht erst eine Bewegung in die Mitte. Deshalb muss Hoppel den Ball nicht mal in die Ecke schieben, kann ihn zentral versenken. 0:2. Der HFC hielt trotzdem den Kopf hoch. 67. Minute. Der eingewechselte Bulicki mit dem eingewechselten Dennis. Starker Doppelpass. Pfostenglück für Wiesbaden. Andor Bulicki in der Vorsaison mit 16 Toren für den BFC Dynamo. Hier verpasst er sein zweites Drittligator. Nur knapp. Wäre so wichtig gewesen für Halle, hier die sofortige Antwort zu geben. Es ging Schlag auf Schlag in dieser Phase. Nur eine Minute später, Eckball Wiesbaden. Wurz auf Jakobsen, 0:3. Was macht der HFC? Jakobsen ist 1,90 Meter groß und wird einfach nicht bewacht. Hat Platz ohne Ende im 5-Meter-Raum. So darfst du eine Standardsituation nicht verteidigen. Jakobsen, kurios. Einmal hat er bislang getroffen für Wiesbaden. Im Vorjahr hier in Halle. Und jetzt macht er es schon wieder. Nichtsdestotrotz, Halle gab sich nicht auf. 70. Minute, der eingewechselte Geiret mit dem Abschluss. Und Jakobsen gerade noch Torschütze per Kopf, hält schon wieder den Schädel rein. Die Neuen brachten richtig Schwung beim hallischen FC. Geiret, Bulicki und Dennis. Hier sind sie schon wieder beteiligt. Das ist Kreuzer. Seine Hereingabe kommt über Umwege zu Jonas Niedfeld. Nur noch 1:3, 74. Minute und der Kapitän macht alle nochmal heiß. Jungs, wir sind wieder da. Jungs, wir können dieses Ding noch drehen. Das erste HFC-Tor im neuen Jahr, das fünfte Saisontor für Niedfeld. Genau für solche Aktionen hat André Meyer ihn aus der Innenverteidigung wieder nach vorne geholt. Macht sich breit und schließt dann artistisch ab. Stark von Niedfeld, dieser Treffer, der Aufruf zur Aufholjagd beim halleschen FC. 79. Minute. Niedfeld auf Leon Dahmer. Der Neuzugang aus Havelse, wenige Sekunden zuvor erst eingewechselt. Sein erster Ballkontakt hätte gleich ein goldener werden können. Letztlich verzieht er, aber der HFC zeigte, wir sind voll da. Wir glauben dran. Nur eine Minute später, Platz für Winkler. Bulicki mit dem weiten Ball immer wieder auf Jonas Niedfeld. Mit etwas Glück kommt der Ball erneut zu Dahmer. Da ist Liska und Dennis kann die Kugel nicht über die Linie drücken. Halle so engagiert. Dahmer mit der Innenseite, der Ball wäre wohl vorbeigegangen. Liska macht ihn erst wieder scharf, aber Dennis kann ihn dann aus kürzester Distanz nicht kontrollieren. Nichtsdestotrotz, weiter Halle, nur 2 Minuten später. Timur Geiret mit der Hereingabe, da ist wieder Dennis und diesmal trifft er. 82. Minute, Halle zurück im Spiel. Der Sommerneuzugang aus Offenbach mit seinem dritten Saisontor, André Meyer, und 6.000 Fans im Leuna Chemiesportpark glaubten wieder an den Punktgewinn. Dennis setzt sich durch gegen Mockenhaupt, perfekt platzierter Kopfball und Halle war wieder da. So viel Überzeugung, so viel Leidenschaft in dieser Phase, 2 Minuten später. Wieder Kreuzer und erneut Niedfeld mit der Gelegenheit. Im Zentrum verpassen Bulicki und Dennis.
André Meyer und sein Team. Immerfort vorangepeitscht von den 6.000 Fans. Das ganze Stadion hoffte und glaubte. Die nächste Gelegenheit. Bulicki. Der Ausgleich wäre mittlerweile absolut verdient. Bulicki macht's mit der Innenseite und trotzdem nicht platziert genug für Liska. Das Adrenalin am Anschlag beim Halleschen FC in der Schlussphase. Eze, der Ballverlust. Halle immer präsent, schmissig in jeden Ball, holte sich die Kugel jeweils zurück. Und schon läuft der nächste Angriff. Da ist Bulicki, da ist Niekfeld. Wiesbaden bekommt den Ball nicht weg. Kreuzer und nochmal Bulicki. Spektakel in Halle, Drama in Halle. Die 90. Minute. André Meyer schlägt die Hände vor dem Gesicht zusammen. Das gibt's doch nicht. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Die Dreifachchance kurz vor dem Ende. Bulicki versucht den Fallrückzieher. Wenn er den Ball durchlässt, dann hat Niekfeld freie Bahn. Welch ein Aufbäumen des Halleschen FC. Die Nachspielzeit. Gebhardt mit vorne. Liska räumt seinen eigenen Mann ab. Wiesbaden zunächst in Ballbesitz. Jede Sekunde zählt für Halle. Und sie holen sich den Ball zurück. Kreuzer. Der Ballgewinn durch Landgraf, der wird abgeräumt von Jakobsen. Nochmal Freistoß für den Halleschen FC. Gelb für den Torschützen. Und für Halle die letzte Chance. 90 plus 5. Was für eine verrückte Schlussphase. Da ist Kreuzer, da ist Gebhardt, da ist Jonas Niekfeld. Wahnsinn in Halle. Es blieb beim 2:3. Weder Kreuzer noch Gebhardt noch Niekfeld bekommen den Ball im Kasten unter. Der HFC verzweifelt an der eigenen Chancenverwertung. Ein verrücktes, ein durchgeknalltes Spiel endet mit 2:3. Der HFC verliert eine Wahnsinnspartie auf unfassbar unglückliche Art und Weise. Trotzdem müssen wir sehen, dass wir nach 90 Minuten dann die positiven Dinge rausziehen. Wien Wiesbaden steht nicht umsonst dort. Ich habe gesagt, dass wahrscheinlich die beste Mannschaft in der Liga aktuell ist. Und das hat man auf dem Platz aber, glaube ich, nicht gesehen. Und das ist ein Kompliment, was man der Mannschaft aussprechen muss. Nur wieder mit dem kleinen, mit dem kleinen Minus dahinter. Wir müssen dann halt uns für so ein Spiel dann auch mal belohnen. Wir haben, glaube ich, 70 Minuten ungefähr das Spiel beherrscht, haben 3:0 geführt. Im Gefühl des sicheren Sieges, dann 3:1, haben wir nachgelassen und dann fegt ja ein Orkan über uns und am Ende haben wir dann noch mit Mann und Maus die Dinger noch von der Linie gekratzt. Wenn wir diese Überzeugung auch mal vor Anfang an wieder reinbringen, dann ist alles möglich, dann sieht man, dass selbst Wiesbaden ein Riesenproblem hat gegen uns, aber dann halt die letzten 20, 30 Minuten reicht es halt nicht, obwohl der Ausgleich wirklich noch drin gewesen wäre. Eigentlich bitter. Ja, sehr, sehr bitter, wenn man sieht, was wir am Ende noch für Chancen hatten. Irgendwie einer reinrutscht. Ja, es ist heute leider nicht, hat nicht sein sollen, aber ich denke, man sieht, dass die Mannschaft lebt. Und nächste Woche gegen Zwickau wollen wir alles rausholen und endlich die 3 Punkte holen. Ein Ostduell im Tabellenkeller. Enorme Brisanz kommende Woche. Tritt Halle so auf wie heute in der Schlussphase, dann muss sich Zwickau warm anziehen.